Motivation entsteht von innen. Wie es der Name schon sagt, intrinsische Motivation. Na klar, kann man auch mal mit einem Ü-Ei erpressen, dass die Hausaufgaben gemacht werden. Aber auf Dauer ist das, glaube ich, nichts, was wirklich funktioniert. Wir machen die Dinge, die wir von innen heraus wirklich wollen. Und dafür brauchen wir eine Emotion, ein Gefühl. Das kann auch mal ein Gefühl sein, was ich auf gar keinen Fall will, weil wenn ich bestimmte Dinge nicht tue, dann zahle ich einen Preis, einen Schmerz, ein Gefühl. Und auf der anderen Seite, wenn ich Dinge tue, geht es mir richtig gut, aber als Gefühl. Und ein Beispiel ist, dass wir mit den Kindern ein Rollenspiel machen und je kleiner die Kinder, umso mehr Spiel und je größer, umso mehr Rolle, dass sie einfach mal reinfühlen, wie es wäre, wenn sie in ein paar Jahren an der Stelle stehen, wo sie nicht sein wollen, wenn sie an ein paar Jahren in der Stelle stehen, wo sie sein wollen und kombinieren das mit einem Dialog, dass wir in diesem Rollenspiel uns auch selber oder das Kind sich selber Lösungen gibt. Und das Schöne ist, es verankert sich mit einer Emotion. Und wenn wir die Kinder dann hinterher fragen, was ist denn mit Herrn Meier in Mathe, dass sie uns eigentlich immer angucken und sagen, ja, ach, Herr Meier in Mathe, um den geht es ja gar nicht, ich mache das doch eigentlich eher für mich. Und dass von innen heraus eine echte gute Motivation dann entsteht.